Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie da sind. Als Anlass unseres Pressbriefings haben wir diesmal genommen, dass am kommenden Mittwoch, Stand jetzt, also am 23. März 2022, die EU-Kommission einen Entwurf einer Verordnung vorstellen möchte, bei der es mit der die Verringerung des Einsatzes von Pestiziden und des Risikos durch Pflanzenschutzmittel um 50% erreicht werden und das bis 20 erreicht werden soll und das bis 2030 erreicht sein soll. Das steht so mit den Zahlen und den qualitativen Beschreibungen auch schon in der Farm-to-Fork-Strategie, aber bisher war das nur als Richtlinie auf EU-Ebene verankert. Richtlinien geben ein Ziel vor und den Mitgliedstaaten steht dann oft offen, wie das erreicht werden soll und welche Rechtsvorschriften individuell auf nationaler Ebene dort für potent erachtet werden. Eine Verordnung ist rechtlich verbindlich, unmittelbar wirksam und muss in vollem Umfang umgesetzt werden. Also allein dieses Wort von Richtlinie zu Verordnung gibt so eine Idee, was da tatsächlich an Drehmoment dazukommen könnte. Allein in Deutschland sind ungefähr 1000 Pflanzenschutzmittel zugelassen. Im Jahr 2020 wurden 100.000 Tonnen an die Landwirtinnen und Landwirte abgegeben und die Wirkstoffmenge bewegt sich in den letzten Jahren immer so zwischen 30.000 und 35.000 Tonnen. Die Diskussion um Pflanzenschutzmittel wird seit vielen Jahren intensiv und teilweise erbittert geführt. Ich denke, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben da auch schon einige Berührungen mitgehabt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Debatte um die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat oder um das Verbot von den drei meistgenutzten Neonicotinoiden. Die Wirkung der Pestizide ist nicht auf die Organismen beschränkt, auf die sie abzielen. Über direkte und indirekte Wirkungen verändern sich Nahrungsnetze und mit ihnen ganze Ökosysteme. In Agrarlandschaften sind Gewässer und Böden mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln belastet und über Nahrungsmittel könnten diese auch direkt noch zu uns Menschen gelangen, auch wenn die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, dafür nur eine geringe Wahrscheinlichkeit sieht. Die Landwirtschaft steht vor vielfältigen Herausforderungen auf dem Weg in eine nachhaltigere Landwirtschaft. Der geringere Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist eine davon. Wir möchten deswegen in diesem Pressbriefing unseren Blick auf diese Komponente richten. Danke, liebe Expertinnen und liebe Experten, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen, dass Sie Ihre Expertise einbringen, uns klüger zu machen. Und danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie Interesse haben an dieser Veranstaltung und dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Her mit Ihren Fragen. Hier unten in F&A, Fragen und Antworten, können Sie diese Fragen einstellen. Nutzen Sie die Gelegenheit. Es gibt kein Skript für diese Veranstaltung. Wir hoffen, dass Ihre Fragen mannigfaltig reinkommen und wir werden dann versuchen, möglichst viele davon einzubringen. Ich stelle Ihnen jetzt nacheinander unsere drei Gäste vor, stelle dann jeweils eine Frage und dann können wir in ein paar Minuten schon mit Ihren Fragen starten. Ich beginne in alphabetischer Reihenfolge und ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Ich beginne nicht nur so. Und deswegen beginne ich mit Marcel Dehler. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaft am Johann Heinrich von Thünen Institut, dem Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig. Er arbeitet an einem Projekt, das überschrieben ist mit Möglichkeiten zur Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes im Ackerbau. Herr Dehler, schön, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihre Zeit. In der schriftlichen Einladung, die Sie ja möglicherweise alle gelesen haben, habe ich eine Studie erwähnt, die im Jahr 2017 erschienen ist. Dort wurden knapp 1000 französische Bauernhöfe untersucht und die Frage betrachtet, ist es möglich, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, ohne dass die Umsätze und die Erträge einbrechen? Für Frankreich hat diese Studie gezeigt, das ist möglich. Wenn das jetzt ökonomisch möglich ist, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen und für die Landwirtinnen und Landwirte keinen Nachteil hat, dann stellt sich die Frage, warum ist die Landwirtschaft denn so, wie sie ist? Und warum setzen die Bäuerinnen und Bauern in ihrem Alltag Pflanzenschutzmittel so ein, wie sie es tun? Ja, das ist in der Tat wirklich eine sehr spannende Frage. Ich habe mir auch diese Studie angesehen. Und man muss ja bei dieser Studie, die ja auch ja, hin und wieder sehr kontrovers diskutiert wird, glaube ich, einige Punkte erstmal im Fokus rücken, die, glaube ich, auch für die Einordnung ganz wichtig sind. Also zum einen ist ja erstmal die Frage relevant, kann man die Ergebnisse eigentlich von Frankreich direkt auf Deutschland übertragen? Meine Kolleginnen und Kollegen können da vielleicht auch noch eine bessere Einschätzung liefern, aber ich glaube, sicherlich gibt es in Deutschland Standorte, die denen in Frankreich auch ganz gut entsprechen und vergleichbar sind. Aber sicherlich ist das nicht überall der Fall.
Zum anderen muss man ja auch sagen, die Daten stammen ja aus 2009 bis 2011. Wir haben in den letzten Jahren ja auch in Deutschland ja einige Krankheiten, Ungräser und so weiter kommen sehen, die man in diesem Umfang in diesen Jahren nicht hatte. Wenn man beispielsweise jetzt an vergilbungswidernde Zuckerrüben denkt, wenn man an zunehmende Schadungräser denkt oder auch an Gelbfrost denkt, dann muss man da, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter drauf schauen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es ja auch für die Landwirte in Deutschland ein Reduktionspotenzial gibt. Ob das jetzt tatsächlich bei 40% ist, das kann ich nicht beurteilen, das wage ich zu bezweifeln. Aber man muss natürlich auch immer wissen, dass die Landwirte eigentlich auch selbst ein Interesse haben, ihren Pflanzenschutzmitteleinsatz ja so gering wie möglich zu halten, weil das letztlich auch ja, oder ein übermäßiger Einsatz natürlich auch zulasten ihres Einkommens geht. Aber jetzt haben Sie, sind Sie entlang der Zahlen dieser Studie gegangen, aber wenn man das davon lösen, warum setzen die Landwirte und Landwirte Pestizide so ein, wie sie es tun? Also ob das jetzt zu viel, zu wenig, genau richtig ist, warum tun sie es so, wie sie es tun? Weil sie, glaube ich, auf der Entscheidungsgrundlage, die sie haben, so versuchen, ihren Gewinn ja, zu optimieren, ihre Erträge zu optimieren. Und weil das ja vor dem Hintergrund dieser Unsicherheit, die man hat beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, dass man eben oftmals nicht im Voraus weiß, ob die Anwendung tatsächlich notwendig sein wird oder nicht, ja, nach bestem Gewissen und Gewissen handeln. Und das würde ich jetzt erstmal für alle Landwirte erstmal unterstellen, dass sie das tun. Gut, vielen Dank, Herr Dehler, für diese ersten Gedanken. Ich setze dann die Vorstellungsrunde fort und mache weiter mit Frau Professorin Dr. Bärbel-Gerowit. Sie ist Professorin für Phytomedizin an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Rostock und sie forscht unter anderem zu Konzepten und Strategien im Pflanzenschutz und integriertem Pflanzenschutz. Frau Gerowit, ich freue mich auch, dass Sie da sind. Vielen Dank. Aus Ihrer Sicht als Phytomedizinerin könnte man ja vielleicht sagen, wenn Pflanzenschutzmittel Schadorganismen fernhalten, dann ist das zunächst nicht schlecht für die Pflanzengesundheit. Aber Pflanzenschutzmittel werden ja nicht immer eingesetzt, wenn Schädlinge da sind, sondern auch durchaus vorher. Welche Effekte könnten denn auftreten, wenn weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, aus Ihrer Sicht als Phytomedizinerin? Ja, einen schönen guten Tag an alle. Vielen Dank. Ich möchte tatsächlich unglaublich gern zu der Frage an Herrn Dehler auch noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht damit anfangen darf, weil ich glaube, das führt uns ganz gut dahin zu dem, was Sie jetzt auch gesagt haben. Bitte. Weil ich finde, also die Studie, die tatsächlich ja sehr viel Kritik methodisch hat, ich glaube aber, das ist ganz sauber gemacht. Es ist halt aufwendig gerechnet, aber sie bringt eigentlich zwei Punkte auf jeden Fall ganz klar in den Vordergrund. Sie haben das schon angesprochen, Herr Dehler. Das ist rückwirkend gemacht, also zurückgeblickt. Und da gibt es viele Studien, die das aufzeigen, vielleicht nicht immer methodisch so ausgefeilt mit 1000 Betrieben und so, aber viele Studien zeigen, wenn man zurückguckt, dann gibt es immer einen bestimmten Anteil an Pflanzenschutzmitel-Einsätze, die sind nicht ökonomisch sinnvoll gewesen. Da geht ja die Studie auch drauf ein. Also man könnte das sagen, hinterher ist man schlauer. Aber der Clou ist natürlich, vorher schlauer zu sein. Also das wirklich zu nutzen, um unterscheiden zu können, muss ich jetzt oder muss ich jetzt nicht? Und damit spielt die Studie überhaupt nicht. Das ist aber den Autoren, glaube ich, auch klar. Und ein anderer Punkt finde ich auch sehr interessant in dieser Studie. Wenn man sich die wirklich mal anguckt, dann gibt es irgendwo eine Frankreich-Karte und da gibt es einen Haufen grüne und einen Haufen rote Punkte. Und die grünen sind sozusagen, da hat es sich gelohnt und die roten, da hat es sich nicht gelohnt. Und wenn man dann mal so ein bisschen die Standortqualität von Frankreich im Kopf hat, dann gibt es eben viele Regionen, die sind nicht so begünstigt für den Ackerbau. Da gibt es da wo es sich nicht gelohnt hat, was sich in der Summe dann zeigt. Aber wenn Sie in die Intensivgebiete gehen, im Pariser Becken, im ganzen Nordwesten rüber, dann sind das hauptsächlich eben Standorte, wo sich das gelohnt hat. Und das ist eben auch tatsächlich das steckt natürlich da drin, dass wir in Schäden, die durch Pflanzen, durch Schadorganismen entstehen, in Prozenten denken. Und wenn ich 50
Prozent, 50 Doppelzentner ernte und davon 5% Schaden habe, dann ist das relativ absolut was anderes, als wenn ich 100 Doppelzentner ernte und davon 5% Schaden habe. Also das muss man einfach auch mit einbeziehen. Und natürlich kann man auch gleich noch eine ganz aktuelle Sache mit einbeziehen. Ich bin jetzt nicht der Ökonom, aber das liegt jetzt auf der Hand. Die Preise gehen hoch für Nahrungsmittel im Moment, das wissen wir alle. Und das wird sich so auswirken, dass natürlich, wenn das in der Waagschale, hier ist die Waagschale, das ist der Schaden, den Pflanzen, den Schadorganismen machen, der in Doppelzentnern gemessen wird. Und wenn da ein höherer Preis drauf kommt, dann wird der Schaden größer. Und wenn die Kosten, hier sind die, ist die andere Waagschale, wenn die Kosten wieder reingewirtschaftet werden sollen, dann ist das, geht das schneller. Und deswegen wird es dann auch zu lukrativen Pflanzenschutzmitteleinsätzen kommen. Gut, aber jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, wenn ich noch Zeit habe. Sonst ja, bitte, genau. Ja. Also, weil das interessiert mich tatsächlich. Was passiert denn jetzt eben Sie, für Sie aus Ihrer Sicht als Phytomedizinerin, was passiert dann? Muss ich mit resistenten Schadorganismen rechnen? Muss ich mit Ertragsrückgängen rechnen? Also was kann da qualitativ auftreten? Also das kommt natürlich darauf an, wie wir das machen. Wir haben ja das Ziel genannt, 50% Reduktion. Und das wird sich natürlich auswirken. Und ich würde mal mich trauen, über einen dicken Daumen zu sagen, ein Teil davon können wir tatsächlich erreichen, indem wir den Pflanzenschutzmitteleinsatz cleverer machen. Also dieses prognostische, vorausblickend wirklich die Landwirte zu unterstützen, zu sagen, jetzt könnte es sich lohnen, aber jetzt lasst mal die Finger davon, jetzt lohnt es sich einfach nicht. Da müssen wir noch deutlich besser werden und damit können wir einiges auffangen. Natürlich können wir auch was auffangen, indem wir Pflanzenschutzmittel ersetzen. Das ist Chemie, wenn man es mal ganz platt sagt. Wir können es ersetzen durch Biologie und Physik, um das genauso klar einzuordnen. Und da wird natürlich auch massiv dran gearbeitet. Da kann man viel lernen vom Ökolandbau auch, der das massiv macht, insbesondere die Physik, also mechanische Maßnahmen. Da wird auch ganz viel gemacht. Damit können wir auch noch einen Teil auffangen. Aber dann wird ein Teil bleiben an Schadorganismen, die werden Ertragsverluste im Vergleich zu jetzt produzieren. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also und da wird es Unterschiede geben in den Kulturen. Es wird auch Unterschiede geben zwischen den Jahren. Es wird Jahre geben, da geht das einfach. Und es wird Jahre geben, da gibt es massive Schäden. Aber das wird eintreten. In Ordnung, vielen Dank. Dann mache ich unsere Runde jetzt komplett, indem ich Ihnen Professor Dr. Christoph Schäfers vorstelle. Schön, dass Sie da sind. Er ist Mitglied der Institutsleitung am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME in Schmallenberg und leitet dort auch den Bereich angewandte Ökologie. In diesem Bereich werden ökologische Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Produktion stellen. Das Ziel ist, das Risiko unter anderem auch von synthetischen Stoffen, also Pflanzenschutzmitteln für Ökosysteme und Menschen zu finden, diese zu bewerten und im Idealfall zu minimieren. Herr Schäfers, wenn wir über eine Verringerung des Risikos durch Pestizide und auch der reinen Ausbringungsmenge sprechen, wie können dann aus Ihrer Sicht als Ökotoxikologen dort die verschiedenen wichtigen Dinge berücksichtigt werden? Also einmal die Wirkung gegen Schädlinge, dann Dinge wie Mischtoxizitäten, Persistenzen in der Umwelt, das Verständnis von Nebenwirkungen vielleicht bisher nicht so gut untersuchter Pflanzenschutzmittel? Ja, das ist ja jetzt ein ganzer Strauß von Dingen, wie Sie da fragen. Ich denke mal, ein wesentlicher Punkt ist, dass man drauf schauen muss, was heißt 50% Reduktion? Heißt das, dass wir auf die Hälfte der Mittel verzichten? Heißt das, dass wir auf die Hälfte der Anwendungen verzichten? Heißt das, dass wir auf die Hälfte der Tonnage verzichten? Und das alles hat komplett unterschiedliche Auswirkungen auf das Risiko. Das heißt also, wenn man sich einfach anschaut, was wir momentan für Ideen auch haben, wenn man jetzt in Landwirtschaft 4.0 schaut, also alles, was da mit Smart Farming zu tun hat, sind ja alles Maßnahmen, die, wie Frau Gerippe schon sagte, auch in eine physikalische Richtung gehen. Kann aber auch dadurch sein, dass mit Sensorik geschaut wird, was kann man detektieren und vielleicht zielgerichter machen. Ich sag mal, allein aus dem Hintergrund ist es hochwahrscheinlich, dass wir
insgesamt 50% Reduktion der Tonnage hinkriegen, ohne dass das wirklich schwierig wird, wenn sich das durchsetzt. Also da sehe ich nicht das Problem. Ob sich dann aber auch das Risiko um 50% reduziert, steht auf einem anderen Blatt, weil man einfach schauen muss, welche Qualitäten von Pflanzenschutzmitteln begrenzen wir da eigentlich. Also wenn man sich jetzt anschaut, in der Diskussion, wir hatten das mit dem Glyphosat, ist das jetzt ein prominentes Beispiel, was da gerade auch vor einer gewaltigen Reduktion steht. Ich meine, wenn man jetzt tatsächlich auf Glyphosat verzichtet, hat man die 50% noch nicht ganz erreicht, aber man ist nicht so fürchterlich weit weg davon. Da kann man einfach dann sagen, gut, haben wir geschafft und dann ist Ruhe. Glyphosat ist aber jetzt von allen Pflanzenschutzmitteln, die wir so kennen, mit Sicherheit eines der harmlosesten, die es gibt. Viele andere sind viel problematischer. Und das ist ein Problem. Und deswegen muss man auch immer schauen, welche Risiken schaut man sich eigentlich an, gegen was gerichtet, welche Problematiken sieht man und was ist unser eigentliches Ziel? Also aus ökotoxikologischer Sicht ist natürlich erstmal das Ziel, die Biodiversität zu erhalten in der Agrarlandschaft. Und ja, Diversität erhalten geht halt immer nur dann, wenn man Dominanzen reduziert. Also Dominanz und Diversität geht nicht zusammen. Und dann ist ganz klar, heißt das, dass wir, wenn wir da was erreichen wollen, natürlich an unsere gesamte landwirtschaftliche Produktionsweise gehen müssen, dass wir diversifizieren müssen, dass wir auch die Agrobiodiversität in Form von den Crops, also von den Anbaufrüchten diversifizieren müssen, wenn es geht. Dann ist einiges mehr im Schlepptau, dann haben wir sozusagen für mehr Biodiversität auch von den Organismen, die um die entsprechenden Anbaufrüchte leben, gesorgt. Dann haben wir auch dafür gesorgt, dass es weniger Dominanz durch irgendwelche Schädlinge gibt, also auch weniger Bedarf an Pflanzenschutzmitteln. Aber das sind alles natürlich Dinge, die lassen sich nicht kurzfristig machen. Die brauchen einen mittelfristigen Plan, wie man da hinkommt. Und die müssen letztlich auch regulatorisch begleitet werden. Da haben wir nämlich das nächste Problem, wenn wir tatsächlich hingehen und über Smart Farming irgendwelche Einsätze von Pflanzenschutzmitteln reduzieren, ist das regulatorisch noch nicht abgesichert, weil wir dann die ganzen Expositionsmodelle noch brauchen. Und ja, also ich könnte jetzt noch eine ganze Menge weiterer Aspekte bringen. Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt. Ich sehe das als Ökotoxikologe und man muss das so sehen, natürlich wissenschaftlich. Und unsere Pflanzenschutzmittelregulation ist nicht allein wissenschaftlich, sondern die ist geht nach dem Vorsorgeprinzip. Und das Vorsorgeprinzip muss an der Stelle, wo die Wissenschaft Lücken hat, immer den Worst Case annehmen und damit wird es unwissenschaftlich, aber sicher. Und da kommen wir mit vielen Dingen an die Grenze. Also wo dann einfach man den Behörden von Industrieseite gar nicht vorwerfen kann, dass sie unwissenschaftlich werden, sondern sie müssen dort unwissenschaftlich sein, um die Vorsorge zu treffen. Da sind wir ein bisschen im Problem. Wir können nicht besser werden wissenschaftlich, wenn wir immer nur auf der einen Seite das Vorsorgeprinzip nach vorne bringen müssen, auf der anderen Seite denken, von der Industrieseite her denken, wir sind sowieso schon eigentlich jenseits von Gut und Böse. Wir sind schon viel zu übersicher an der einen oder anderen Stelle. Also nutzen wir die Spielräume, die wir haben, maximal möglich aus. Und dadurch verhindern sie wieder, dass die Behörde sich auf Wissenschaftlichkeit einsetzt, weil sie sagt, ja, wir müssen ja sicher regulieren. Und das sind so Aspekte, wo dann einfach ganz wichtig ist, aus meiner Sicht als Ökotoxikologe, der im Regulationsbereich auch unterwegs ist, das Wichtigste für Journalisten ist, Feindbilder abbauen. Also wenn man hingeht und sagt, die Industrie will uns vergiften, oder wenn man hingeht auf der anderen Seite, unsere Behörden haben ja keine Ahnung wissenschaftlich, dann ist das nicht korrekt. Ich denke mal, die Leute tun das, was sie können, und davon muss man erstmal ausgehen. Dass man dann natürlich kritisieren kann, ist klar, aber dann bitte sachlich. Gut,
Herr Schäfers, vielen Dank da auch für Ihre Gedanken. Ich steige dann jetzt mal ein in die Fragen von den Kolleginnen und Kollegen, die hier uns sowohl vorher per E-Mail erreicht haben, als auch jetzt schon reinkommen. Nochmal die Einladung an Sie da, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dem Bereich Fragen und Antworten. Stellen Sie gerne Ihre Fragen rein. Wir versuchen sie dann hier rein zu moderieren, wenn Platz und Zeit ist. Eine Kollegin fragt, also ich richte immer die Fragen allgemein an Sie drei, Sie sind alle herzlich eingeladen, wenn ich konkret jemanden im Blick habe, würde ich das sagen. Eine Kollegin fragt, welche Pflanzen sind besonders schwierig, ohne Pestizideinsatz anzubauen und welche prozentualen Einbußen bei der Ernte sind zu erwarten bei einer Halbierung des Pestizideinsatzes? Und könnten Sie das vielleicht auch anhand eines Beispiels deutlich machen? Ja, das ist wahrscheinlich eine Frage, auf der ich was sagen sollte. Ich denke, die Kulturen, die ackerbaulich und mit mehrjährigen Früchten angebauten Kulturen, da gibt es schon Rankings. Also die Kartoffel würde ich immer als erstes nennen. Das ist wirklich schwer. Da setzen ja auch die Ökos Pflanzenschutzmittel ein auf Naturstoffbasis. Obst hat einen hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz, Wein hat einen hohen Pflanzenschutzmitteleinsatz. Und auf dem anderen Ende steht, man mag es immer gar nicht glauben, der Mais zum Beispiel, der mit vergleichsweise zu den Kulturen weniger auskommt. Auch das Getreide ist eigentlich prädestiniert für Reduktion von Pflanzenschutzmitteleinsatz. Futterbau, und das kann in das Futter wirklich gehen, in das Viehfutter, das kann aber auch in die Biogasanlage gehen. Das ist natürlich wirklich was, wo man Pflanzenschutzmittel reduzieren kann. Oft wird mit Leguminosen argumentiert, auch politisch war das ja ein paar Jahre sehr, sehr präsent. Da bin ich immer vorsichtig, das sind nämlich wirklich prima Ballerinas, die Leguminosen. Die haben auch sehr spezifische Schaderreger, wo man dann eben dumm dasteht, wenn dieser spezifische Schaderreger kommt, der dann auch mal wirklich nicht nur 50% Ertragsverlust, sondern 100% Ertragsverlust machen kann. Das gibt es natürlich auch. Und irgendwer hat es angesprochen, und das passt vielleicht auch zu der Frage, die ich vielleicht am Anfang von Ihnen, Herr Wenzel, nicht so ganz rund beantwortet habe. Ich versuche immer mehr, meinen Studis auch zu erklären, der Acker ist voll von Organismen. Und ich fand Ihre Aussage, Herr Schäfers, total toll. Dominanz und Diversität geht nicht zusammen, weil das ist wirklich ein Kernbegriff. Und wenn der Acker voll von Organismen ist, dann gibt es eben welche, die steigen in ihrer Populationsentwicklung, die bauen große Populationen auf, die nennen wir dann als Landwirte Schadorganismen. Es gibt welche, die nennen wir Nutzorganismen, die wollen, aber dazwischen ist ein riesiges, auch für uns unbekanntes Pool mit Indifferenten, nenne ich sie mal. Und das, wie ich mein Anbausystem steuere, das bedingt jetzt, ob ein Schadorganismus aus dem Indifferenten einer zum Schadorganismus wird mit einer großen Population oder ob er da drin bleibt. Und natürlich bedingen auch der internationale Handel, Klimawandel, also alles, was von außen noch draufkommt, da, dass es neue Schadorganismen gibt. Also es ist ein in sich ziemlich dynamisches System. Und in dem System können Landwirte agieren und nicht nur die Landwirtschaft alleine, sondern vor allen Dingen auch, weil Sie das Regulatorische angesprochen haben, von top-down, im Moment ist es ja top-down, wenn die EU möchte 50% reduzieren, sieht mal zu, wie das macht. Da gibt es natürlich, das muss durchsickern, über Beratung, über Medien, also alles agrarisch orientiert jetzt, damit das umgesetzt werden kann. Herr Dehler, bitte. Hm? Ich wollte da nur noch mal ganz kurz drauf anknüpfen, weil die Kollegin ja eben auch explizit auf diese Halbierung eingegangen ist. Und ich finde, das ist noch mal ein Punkt, den man, glaube ich, noch mal einordnen muss, weil Stand jetzt ist es ja eben so, dass diese Halbierung erstmal auf nationaler Ebene ansetzt. Also es gibt im Prinzip keine einzelbetriebliche Umsetzung. Und man geht ja im Moment davon aus, dass dieser harmonisierte Risikoindikator auf EU-Ebene genutzt wird, der halbiert werden soll. Auch das heißt aber ja noch nicht, dass man wirklich eine Halbierung der Pflanzenschutzmittel in den einzelnen Betrieben umsetzen muss. Wir haben eben oder wir streben eine Ausdehnung des Ökolandbaus an. Daraus wird automatisch eine Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes erfolgen, davon gehe ich aus. Wir haben eben eine neue oder in Zukunft eine neue Agrarpolitik. Wir haben Eco-Schemes, die möglicherweise auch dahin wirken, dass eben Pflanzenschutzmittel in geringerem Umfang eingesetzt werden und dieser
Indikator sinkt. Und man muss eben auch berücksichtigen, dass ja für die Referenz die Jahre 2015 bis 2017 hinterlegt sind oder angedacht sind. Und seitdem haben wir auch schon eine Reduktion wieder erreicht, also in diesen vergangenen Jahren. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass das tatsächliche Reduktionsziel, was die Landwirte dann im Betrieb tatsächlich umsetzen müssen, geringer ausfallen wird. Und Herr Dehler, eine Kollegin schließt mit ihrer Frage sich an ihr Eingangsstatement, als sie ja sagt, als sie geantwortet haben auf die Frage, warum Pestizide so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden. Sie fragt, weiß man vorher nicht, welche Krankheiten und Schädlinge tatsächlich kommen? Braucht die Landwirtschaft, also die Landwirtinnen und Landwirte, bessere Beratung? Oder gab es das schon oder muss sowas erst eingerichtet werden? Ich glaube, das muss man auch wieder sehr differenziert betrachten. Es gibt, glaube ich, und da ist, glaube ich, Frau Gerowit dann auch noch eine gute Ansprechpartnerin, gerade mit dem Blick auf Prognosemodelle. Ne? Ich glaube, es gibt Dinge, soweit ich das beurteilen kann, die man ganz gut absehen kann, dass da was kommt. Es gibt aber vielleicht auch gerade im Insektizidenbereich Populationen oder Schädlinge, die man vielleicht, wo die Landwirte Probleme haben, das vorher gut einschätzen zu können, wo dann einfach auch dieses Vorsorgeprinzip der Landwirte dann teilweise vielleicht greift, die dann eben sagen, wenn die Mittelkosten möglicherweise vergleichsweise gering sind, dann agiert man oder appliziert man eben auf Landschutzmittel, ohne genau vielleicht zu wissen, ob tatsächlich die Schadschwelle gerissen wird, einfach weil die Kosten vergleichsweise gering sind und eine Überfahrt möglicherweise ohnehin ansteht. Also, aber Frau Gerowit, vielleicht können Sie da nochmal ergänzen, wie Sie die Situation mit Prognosemodellen sehen. Ja, also es gibt es also sehr vielfältig. Fast würde man denken, zu vielfältig. Wer soll das verfolgen? Also wir machen ganz viele Anstrengungen in der Wissenschaft, in der anwendungsorientierten Wissenschaft, also auch in den Ländereinrichtungen, um die Landwirtschaft zu unterstützen, dass sie bessere Entscheidungen treffen kann. Entweder durch Diagnose, das heißt, die Landwirtin geht raus und guckt und guckt und guckt und sagt dann, ja, top oder top. Oder durch Prognose, da sitzt man am Rechner und hat irgendwie Wetterdaten und alles Mögliche kommt rein und ich kriege eine einigermaßen sichere Prognose. Aber das ist alles nicht so, dass das Selbstläufer sind, sage ich mal. Es gibt einige Selbstläufer, das sind die dann, die wirklich, wo wirklich Geld gespart werden kann. Das rechnet sich immer natürlich für die Landwirte. Und Sie haben es angesprochen, ich will jetzt überhaupt keine Landwirte und Landwirtinnen in Schutz nehmen, aber es ist einfach auch eine Aufwandsfrage. Also wenn ich einen Organismus beobachten muss, und das ist oft, das ist die Ausgangslage, ich muss jetzt mal gucken, ist überhaupt da. Und ich muss einmal ins Feld, zweimal ins Feld, dreimal ins Feld, viermal ins Feld und am Ende spritze ich doch. Und mein Nachbar hat sofort gespritzt, der hat dieselben Kosten wie ich. Dann gibt mir das zu denken. Ich will das nicht rechtfertigen, ich will nur erklären. Ich finde das, ich bin eine große Anhängerin des sehr gezielten integrierten Pflanzenschutzes. Ich glaube auch, dass da ganz viel drin liegt. Aber ich versuche zu erklären, warum Landwirte das wie machen. Herr Schäfers, bitte gerne. Ja, nur noch so ein Aspekt. Es hängt ja auch stark davon ab, auf was für Organismengruppen man sich da konzentriert. Ich denke, wenn man bei den Ungräsern, Unkräutern ist, ist das von der Entwicklungsdynamik noch am überschaubarsten. Wenn man zu Insekten kommt, wird es schwieriger. Wenn man bei Pilzen ist, kann es ganz problematisch werden. Und da möchte ich nur einfach sagen, die Biologie, also ich setze jetzt meinen Hut als Evolutionsbiologe auf, die Biologie ist so gebastelt, dass sie Prinzipien sich jeder Prognose entziehen. Weil jeder Organismus, der es schafft, ein Prognosemodell über eine Selektion von Spuren, die gerade da an den Lücke treffen, auszuhebeln, wird sich natürlich gewaltig vermehren, weil er nicht bekämpft wird. Und das heißt also, unser System führt letztlich dazu, dass immer neue Erreger auch kommen. Und einfach zu sagen, die kann man ausschalten oder die kann man auch sicher prognostizieren, unterschätzt die Biologie. Dankeschön. Ein Kollege fragt, ist grundsätzlich eine Landwirtschaft in Europa möglich, die auf chemisch-synthetische Pestizide komplett verzichtet?
Was würde das bedeuten? Was würde das für Ernährungssicherheit, Artenvielfalt und auch Klimaschutz längerfristig bedeuten? Wie ordnen Sie das ein und wie bewerten Sie das? Und ich ergänze das nochmal ein paar andere Fragen, die reingekommen sind. Welche Entwicklungen könnten durch den Krieg in der Ukraine da tatsächlich noch mit reinkommen? Könnte es auch sein, dass eben so EU-Pläne da einfach hinten angestellt werden? Ich fange einfach mal an. Und das ist ja wirklich eine Frage, wo wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen ergänzen können, weil es da unglaublich viele Punkte zu gibt. Aber ich möchte jetzt erstmal an dem ersten Punkt ansetzen, nämlich der Frage, ja, kann es eigentlich eine EU-weite Landwirtschaft geben ohne Pflanzenschutzmitteleinsatz? Also ich würde sagen, grundsätzlich möglich ist es sicherlich. Und man sieht ja, dass der Ökolandbau auch funktioniert. Aber die Frage ist natürlich, ja, was passiert mit unseren Ernährungsgewohnheiten? Wo wird das Getreide denn überhaupt oder generell die Nahrungsmittel, wo werden sie produziert? Und wenn es dazu führt, dass die Ernährungsgewohnheiten konstant bleiben und wir sozusagen nur eine Verlagerung in Drittstaaten haben, die dann eben ja, vielleicht in ähnlichem Umfang ihren Pflanzenschutzmitteleinsatz noch steigern oder andere Wirkstoffe ja, einsetzen, um eben unseren sozusagen Minderertrag aufzufangen, dann bin ich unsicher, ob wir dann wirklich sozusagen global ja, was Positives erreichen. Und das ist erstmal, glaube ich, so der erste Punkt, den man da anmerken muss. Herr Schäfer, ich meine, ich hätte Ihre Hand gesehen. Ja, ich habe da einfach so ein Beispiel im Kopf, sogar ein Beispiel aus einem biologischen Obstbau in Dänemark. Die haben früher als anderswo auf die kupferbasierten Pestizide, die keine chemisch produzierten Stoffe sind, verzichtet, weil sie gesagt haben, wir wollen damit nicht unsere Umwelt belasten. Und das führte dazu, dass der Apfelanbau, der biologische Apfelanbau in Jütland ziemlich zusammengebrochen ist, weil einfach ja, dann gegen die Pilze einfach keine Handhabe mehr war. Und die Dänen trotzdem genauso viel Obst wie vorher gegessen haben. Aus biologisch dynamischem Obstforst haben sie dann halt aus Deutschland geholt, aus dem alten Land, wo damals noch kupferbasierte Pflanzenschutzmittel auch im ökologischen Obstbau erlaubt waren. Das heißt also, sie haben nach wie vor so das gehandhabt und dann ist eben dieser Kupfereinsatz in Deutschland passiert. Und genauso werden wir dann auch hantieren. Wir müssen uns klar machen, dass wenn wir auf unseren Pflanzenschutz hier bei uns verzichten und wie schon gesagt, immer nur die chemischen, synthetischen im Kopf zu haben, es gibt durchaus auch anorganisch-chemische oder auch biologische Mittel, die nicht ungefährlich sind. Also das einfach nur mal klar gesagt. Aber das bedeutet auf jeden Fall, dass wir auch auf einiges an Vielfalt verzichten müssen und einfach mal wieder zurückgehen müssen in vielen Dingen und wir müssen mehr Geld ausgeben. In Deutschland sieht es so aus, dass wir gemessen an unserem Durchschnittseinkommen mit die geringsten Lebensmittelpreise der ganzen EU haben. Wenn ich das richtig recherchiert habe, ist nur noch Tschechien mit dabei. Aber ansonsten sind die überall teurer. Das heißt, wir legen am wenigsten Wert auf Essen, auf Nahrungsmittel, wenn sich das an dem Anteil unseres Einkommens bezieht, haben aber trotzdem den Anspruch, den Kühlschrank immer voll zu haben. Und wenn sich an dieser Meinung nichts ändert, haben wir keine Chance, das zu machen. Eine Frage, die ich mir immer stelle, wie das tatsächlich vor Ort abläuft, Herr Dehler, ich gucke da so ein bisschen auf Sie, vielleicht können Sie da was sagen. In der Glyphosat-Debatte hieß es ja auch immer, bei sachgerechter Anwendung überhaupt gar keine Gefahr, ne? Jetzt frage ich mich immer, okay, wie sachgerecht wird denn das tatsächlich gemacht? Also ich habe ein abgeschlossenes Chemiestudium, aber ich möchte nicht behaupten, dass ich immer genau die richtige Menge Waschmittel in die Waschmaschine tue. Wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie genau wird das dann da berücksichtigt vor Ort, wenn das in großen Mengen auf großen Flächen ausgetragen werden muss? Naja, also man muss ja schon sagen, dass wir in Deutschland da oder auch generell in der EU eigentlich sehr fortschrittlich sind, ne? Also es gibt viele Verordnungen, die eben sowohl in Anwenderschutzregeln, aber auch strikte Anforderungen eben an die Technik oder auch an die Ausbildung der Landwirte und Landwirte setzen. Wir haben einmal
die Voraussetzung, dass Landwirte erstmal oder Landwirtinnen erstmal eine Ausbildung durchlaufen müssen. Sie müssen eine Sachkunde im Bereich des Pflanzenschutzes nachweisen und müssen diese auch in einem kurzräumigen Zeitraum immer wiederholen und auffrischen und Lehrgänge besuchen. Der zweite Punkt ist, dass es eben wirklich strikte Anforderungen an die Anwendungstechnik gibt. Das sieht eben so aus, dass eben Pflanzenschutzmittelspritzen auch sich einem sogenannten TÜV mehr oder weniger unterziehen müssen, wo eben darauf geachtet wird, dass die Ausbringung eben sachgemäß erfolgt. Und dann gibt es eben ja auch, es liegt natürlich noch viel in der Frage sozusagen, wie entscheidet der Landwirt? Und da wird natürlich über die Beratung eigentlich sichergestellt oder auch über die Zulassung der Pflanzenschutzmittel sichergestellt, dass eben die Pflanzenschutzmittel eigentlich nur so eingesetzt werden können, dass man davon ausgeht, dass keine unannehmbaren Risiken entstehen. Eine Kollegin fragt, welche Rolle kann die Digitalisierung und Automatisierung spielen, speziell bei der Unkrautbekämpfung? Dafür gibt es ja schon Roboter und zumindest in der Erprobung. Herr Schäfer, Sie hatten ja auch etwas genannt von dem Precision Farming. Und ich habe mich in der Vorbereitung auch gefragt, welche anderen Methoden es denn vielleicht noch gibt. Es gibt Intercropping, also den gleichzeitigen Anbau verschiedener Kulturen auf dem Feld. Ich habe gelesen, dass wenn man den Abstand zwischen einzelnen Pflanzen vergrößert, dann hat man weniger Fungizide, die man einsetzen muss, weil der Pilzbefall nicht so stark ist. Also vielleicht können wir das kurz mal besprechen. Genau. Gut, also erstmal glaube ich, dass die Unkrautbekämpfung sicher der einfachste Bereich ist in der Zukunft, wo wir mit weniger oder vielleicht sogar ohne Pflanzenschutzmittel auskommen. Ich glaube, der einzige Bereich, der da tatsächlich problematisch ist, ist unmittelbar das Aufkommen der Saat. Wenn die Saat aufläuft, dann kann man die kleinen Pflänzchen in der Regel noch nicht unterscheiden von dem, was noch ringsherum an anderem wächst. Und gerade am Anfang, wenn die guten Startbedingungen da sind, dann geht es am besten, dass es erstmal Fuß fasst, das Pflänzchen, und dann eben auch entsprechend Basis setzt, Wurzeln setzt und so weiter. Und wenn man da in der Lage ist, sowohl vom Feuchtigkeitsregime, also dass genügend Wasser da ist, was jetzt insbesondere bei den trockenen Frühjahren, die wir jetzt hatten und die uns auch weiter drohen, problematisch wird, wenn wir da was machen können und gleichzeitig vielleicht ganz gezielt nur in den Saatbereich in der Lage sind, Herbizide zu spritzen und dabei das Saatgut aber entsprechend zu schützen, könnte ich mir vorstellen, dass man da was machen kann. Und alles andere zwischendurch dann auch mechanisch bekämpft. Weil da kann man heutzutage mit allen möglichen Phänotypisierungsmaßnahmen, mit irgendwelchen Messgeräten Unkräuter sehr schnell von Nutzkräutern unterscheiden. Aber sagen wir so, das ist technisch alles möglich. Wie wird das umgesetzt, das ist eine andere Sache. Was ich noch sagen wollte, wir haben um die Jahrtausendwende, kurz vorher, glaube ich, was eine Umfrage gemacht mal unter Landwirten, was sie von Schutzauflagen halten oder welche Möglichkeiten sie noch sehen, den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Und da haben wir dann versucht, möglichst repräsentativ in verschiedenen Bundesländern Großbetriebe, Mittelbetriebe und Kleinbetriebe zu fragen, um dann ein Meinungsbild zu kriegen und auch eine Unterscheidung zu machen nach Schwerpunkten, also Obstbauern, Weinbauern und Feldbau. Und das fand ich schon hochinteressant, was dabei rausgekommen ist. Da war es so, dass die kleinen Bauern sich fast komplett verweigert hatten, weil sie dieser Frage, also die hatten Angst, irgendwie da Stellung zu nehmen. Die konnten eigentlich nicht mit auswerten, also Nebenerwerb und so weiter. Aber die mittleren Landwirte und die großen, das war klar zu sehen, in einer großflächigen Landwirtschaft, die natürlich vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, damals waren sie jedenfalls noch neu, betrieben wurde, da war ganz klar ein Argument zu sagen, wir müssen ja auch wirtschaftlich gucken, dass wir nicht zu viel einsetzen bei den großen Flächen. Die kamen dann auch auf Ideen, wie man tatsächlich sogar den Einsatz reduzieren kann an reiner Menge, dass man das Gefühl hat,
Man muss bei der oder der Befallssituation jetzt nicht immer auf den vollen Einsatz gehen. Sagen wir mal so, waren durchaus auch Dinge, wo man sagt, aus Resistenzsicht ist es problematisch, was da gemacht wird, aber immerhin machten die das sogar. Während insbesondere die mittleren Betriebe, was weiß ich, 20 bis 40 Hektar oder so, eigentlich da am wenigsten. Also da war vor allen Dingen Angst da, was zu verlieren und wenig Kreativität. Und ich glaube, es hat sich für mich herausgestellt, je monokultureller, großflächiger jemand arbeitet, desto leichter ist es möglich, dann mit technischen Maßnahmen da was zu machen, desto mehr lohnt sich Precision Farming und Ähnliches. Aber auf der anderen Seite, was ich am Anfang sagte, diese Sache mit der Dominanz und Diversität, spricht dem ein bisschen entgegen. Das heißt also, eigentlich haben die mittleren und kleinen Betriebe und die meisten Ökolandbetriebe sind ja auch entsprechend kleiner strukturiert, müssten da eigentlich mehr auf Diversität im Anbau setzen, um eine Chance zu haben. Aber wie schon gesagt, das kostet alles. Ne? Frau Gerold? Ja, da, wenn ich da, also die Digitalisierung, Smart Farming und sowas bietet natürlich im Moment Riesenchancen. Das merkt, glaube ich, jeder. Aber es wird im Prinzip, da habe ich immer so ein bisschen Befürchtungen, auch so ein bisschen wie das große Licht am Horizont allen vor sich hergetragen und allen gezeigt. Und natürlich kann man was verändern, aber ich bin nicht seit gestern in der Branche, ich bin seit 30 Jahren in der Branche und wir wollten eigentlich schon immer Pflanzenschutzmittel reduzieren. Das ist kein neues Ziel. Ich bin so zum integrierten Pflanzenschutz gekommen, so ist Precision Farming. Also alles ist weitergemacht worden. Der Pflanzenschutzmitteleinsatz geht aber eher seitwärts. Ich bin auch nicht dabei, dass er sich wirklich reduziert hat. Er geht eher seitwärts. Man kann sagen, sind wir doch froh, dass er nicht gestiegen ist, aber so stellt es sich dar. Und natürlich, da bin ich bei Ihnen bei der Bekämpfung von Pflanzen, also Unkräutern. Das geht am schnellsten, am einfachsten damit, sich auch vorzustellen. Die laufen nicht weg, die vermehren sich nicht explosionsartig. Aber in anderen Bereichen, ich will jetzt keine Details kommentieren, wird sich auch was tun. Ich möchte aber noch mal auch auf die Frage vorher, weil ich da nichts zu gesagt habe, aber gern möchte, ist es möglich, Pflanzenschutzmittel vollkommen zu reduzieren? Das war ja die Frage. Natürlich ist es möglich. Möglich ist nichts, außer wenn wir die Biologie touchieren sozusagen, wenn wir die nicht mehr ernst nehmen, ist, dass es Wille, also wollen wir das. Da bin ich skeptisch, weil die Kollegen haben schon sehr viel gesagt zu der Seite des, wo kriegen wir dann unsere Nahrungsmittel her? Das würden wir würden uns einfach auf dem Weltmarkt kaufen. Aber wir würden eben auch von der Input-Seite ja, wir würden das ja nicht vergessen. Wir haben ja keinen Delete-Knopf, dass wir wissen, wie gut einzelne Pflanzenschutzmittel, die im Rest der Welt zugelassen sind, eingesetzt werden. Und wir würden irgendwann auch mit 100% Öko in Kalamitäten fahren, auch wenn das recht divers machen, wo wir sagen, Mann, das wäre jetzt ein Grund, ein Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Deswegen finde ich es wichtig, das zu üben und das zu praktizieren, dass wir runterkommen im Pflanzenschutzmitteleinsatz, aber dass wir einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen. Und wir sind jetzt nicht nur die Landwirte, das möchte ich wirklich, oder Landwirte und Landwirtinnen, sondern das muss top-down auch gelebt werden und auch bottom-up, Sie haben einige Ansätze genannt, Herr Schäfers, auch mitgenommen werden. Also ich glaube, da kann auch viel passieren. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer interessanter Fragen und deswegen mit Blick auf die Uhr würde ich die gerne, ich würde noch eine Reihe einbringen, aber vielleicht können wir versuchen, die Antworten auch relativ kondensiert zu halten. Weil Sie gerade so schön in Fahrt waren, Frau Gerowit, die Frage der Kollegin richtet sich vermutlich auch an Sie. Inwiefern wäre ein vermehrter Anbau von genveränderten Pflanzen eine Alternative zum starken Einsatz von Pestiziden? Das kommt natürlich darauf an, was es für eine Veränderung wäre. Ich spreche jetzt immer nur im Konjunktiv. Bei dem, was wir wissen, was in der Welt gemacht wird, also außerhalb von Europa gibt es ja Umsetzungsbeispiele, hat es eigentlich immer nur dazu geführt, dass es am Ende zu mehr Pflanzenschutzmittel geführt hat, insbesondere im Herbizidbereich oder Unkrautbekämpfungsbereich, wo ich mich jetzt ganz gut auskenne. Da kann man einfach, kann ich Herrn Schäfers nochmal wieder zitieren, wir
Landwirtschaft zu betreiben, also Pflanzenbau zu betreiben, ist nicht nur, was Prognose angeht, sondern es ist immer ein Spiel mit, was ist möglich von den Pflanzen, die da sind, oder von den Ökosystemen, die da sind. Und natürlich versuchen wir als Ackerbauern immer die Nase so ein klein bisschen vorn zu haben, aber die Organismen ziehen immer nach. Die Natur will die Ressourcen, die da sind, gut nutzen. Und wenn wir die eine Lücke geschlossen haben, dann findet sie eine andere. Und das ist gut und richtig so. Das wäre furchtbar, wenn das nicht so ginge. Aber das passiert natürlich auch bei GMO-Anbau. Und das kann man überall in der Welt beobachten. Herr Dehler, die nächste Frage adressiere ich mal an Sie. Der Kollege fragt, welche Veränderungen sind zu erwarten für die landwirtschaftlichen Strukturen in Deutschland durch die EU-Vorgaben? Heute ist es bereits so, dass kleine landwirtschaftliche Betriebe aus wirtschaftlichen Gründen weniger Pestizide einsetzen als Großbetriebe, die sich die Mittel einfacher leisten könnten. Also ich zitiere die Frage. Wird sich eine Diversifizierung mit dem Sterben kleinerer Betriebe einhergehen? Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja eben so, dass die kleineren Betriebe sich die Pflanzenschutzmittel schlechter oder weniger leisten. Das ist die These in der Frage, ich weiß es nicht. Ja, also das würde ich jetzt erstmal so in Frage stellen, weil es ja grundsätzlich erstmal so ist, dass wir Direktzahlungen haben, die ja zum Großteil eben an die Fläche gekoppelt sind, sodass eben der Zugang zu Pflanzenschutzmitteln, glaube ich, unabhängig von der Betriebs. Okay, aber dann lassen Sie die Frage so qualitativ quasi nehmen. Also welche Veränderungen der landwirtschaftlichen Strukturen wären zu erwarten aufgrund dieser Vorgaben? Und ist damit zu rechnen, dass kleinere Betriebe diesen Vorgaben möglicherweise schwieriger Folge leisten können und deswegen eine noch weitere Konzentration stattfindet? Es ist nicht auszuschließen, würde ich sagen, gerade wenn es jetzt in dem Bereich innovativer Technologien geht, die natürlich ein enormes Reduktionspotenzial bieten, muss man aber eben auch sehen, dass diese Technologien sehr kapitalintensiv sind, ne? Sei es jetzt Robotik oder große Hacktechnik, was natürlich erstmal für große oder größere Betriebe eher einfacher zu realisieren ist, weil sie eben eine höhere Auslastung haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch erfolgreiche Modelle, wo sich mehrere Kleinbetriebe in Maschinengemeinschaften und so weiter zusammentun und dort auch wieder ihre Kosten senken können. Also ich würde es nicht pauschal als Treiber sehen, aber möglicherweise ist die Gefahr da. Herr Schäfer, bitte, ja. Nur ganz kurz. Also ich glaube, dass die kleineren Betriebe eine größere Chance haben, dann letztlich über die Produktqualitäten und dann über zum Beispiel ökologischen Landbau da was zu machen. Und das ist dort leichter als bei den Großbetrieben. Und wie Sie sagten, Herr Dehler, die Großbetriebe werden dann bei Smart Farming die Nase vorne haben. Das Stichwort Glyphosat ist jetzt des Öfteren schon gefallen. Es sind auch einige Fragen hier eingetroffen. Ende des Jahres läuft ja die Zulassung auf EU-Ebene aus. Der Prozess zur Verlängerung ist noch im Gange. Herr Schäfer, Sie sagten ja auch, Sie wissen, Sie sind ein bisschen in der Regulation insgesamt immer mal involviert, also jetzt nicht konkret da, weiß ich nicht. Aber wissen Sie, wie der Stand in Deutschland und der EU gerade in diesem Verfahren ist? Und die Frage gleich auch noch ergänzt, welche Pestizide sind besonders problematisch, abgesehen von Glyphosat? Also wenn wir Glyphosat nicht mehr nutzen könnten, welche Pestizide sind besonders problematisch für die Biodiversität und auf welche müssten wir dringend verzichten? Also zunächst mal, es ist immer eine Frage, was weiß man, was ist wissenschaftlich bekannt und wo hat man noch Aspekte, wo man denkt, da muss noch wissenschaftlich geforscht werden. Und von daher kann man sagen, unser Zulassungsverfahren, was wir im Moment haben und was wir zumindest in Deutschland, leider nicht überall, so durchführen, wie wir es durchführen, versucht, alles, was wir wissen, einzubringen. Und von daher sind die Stoffe schon so reguliert, dass möglichst keine Einflüsse auf die Biodiversität bei sachgemäßer Anwendung passieren. Wenn da neues Wissen kommt, wenn man wieder irgendeinen Aspekt entdeckt, die man bisher übersehen hat, dann kann auch relativ schnell reagiert werden und dann wird auch versucht, das einzugrenzen. Was man jetzt im Fall von Glyphosat einfach nur sagen muss, ich kenne den aktuellen Stand jetzt nicht. Ich habe nur den Eindruck, das ist schon lange kein wissenschaftliches Problem mehr, sondern das ist ein politisches Problem und das ist ein populistisches Problem. Ich habe meine eigene Meinung zu Glyphosat. Ich denke, die Probleme könnten möglicherweise noch in ganz anderen Bereichen liegen, als die man momentan betrachtet.
Ich sehe nur, wir haben dort einen Wirkstoff, der wahrscheinlich einer der unproblematischsten Wirkstoffe ist, die je eingesetzt worden sind. Aber sie wurden dann sowas von flächendeckend für alle möglichen Dinge angewandt, dass selbst ein Stoff, der von der Umwelt, vom Umweltverhalten so ist wie Glyphosat, auf einmal trotzdem in allen Getränken, Nahrungsmitteln, sogar im Blut von Menschen vorkommt. Einfach natürlich deswegen, weil einfach viel zu viel angewendet wurde. Und so können wir jeden Wirkstoff, der unproblematisch wird, zum Problem machen. Und das ist für mich das Hauptproblem. Alternativen zum Glyphosat gibt es meiner Meinung nach bisher keine chemischen Alternativen. Alternative wäre eben, mit anderen Maßnahmen dran zu gehen. Alles, was es an Alternativen gibt, haben dann natürlich im Nebenwirkungsbereich die gleichen Aspekte. Frau Gerowet, auch wenn Sie jetzt am Ende genickt haben, aber ich habe zwischendurch gedacht, ich hätte Widerspruch in Ihrem Gesicht abgelesen. Nee, eigentlich habe ich keinen Widerspruch dagegen. Es ist tatsächlich so, dass wir natürlich wissen, dass es einfach die gigantischen Mengen vom Glyphosat sind, die das... Das, die, die, das Auftreten in der Umwelt. Wir müssen an die Mengen ran. Und ja, ich glaube, die EFSA prüft, die ECHA prüft auch nochmal im Moment. Und es sind natürlich ein paar Studien dazugekommen und dann wird man sehen, zu welchem Ergebnis sie kommen. Es ist auch so, dass schon ein paar Mal eben anklang, sozusagen, es ist so ein Automatismus. Wenn wir weniger Pflanzenschutzmittel machen, haben wir mehr Biodiversität. Da war nicht vor. Ich glaube, man kann sich mal so richtig professionelle Ökos, sage ich mal, ansehen. Ich fahre öfter mal hin, weil mich dann mir das auch imponiert, wie die das machen ohne Pflanzenschutzmittel. Aber da ist auch nicht die große Biodiversität aus dem, was mich besonders interessiert, nämlich pflanzliche Biodiversität auf dem Acker, die ist nicht sozusagen automatisch eingepreist, sondern die müssen wir wollen. Deswegen ist tatsächlich... Den Organismen ist es egal, ob sie gespritzt, gehackt oder mit einem Gegenspieler bekämpft werden. Also wir müssen irgendwie sehen, dass wir das frühzeitig auch erkennen, wo können die Dinge hingehen. Noch kurz dazu, es gibt meines Wissens keine Evidenz, dass kleine Betriebe weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen als große. Und es ist natürlich so, jeder Betrieb hat irgendwie eine Betriebsleiterin oder einen Betriebsleiter oder ein Komitee und Vorstand und so. Und da gibt es ganz viele Reaktionsmuster. Also mehr Direktvermarktung oder mehr Precision Farming, um das mehr zu technisieren. Also ich glaube, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Reaktionsmuster. Herr Dehler, eine Frage noch in Ihre Richtung. Der Kollege fragt, was wäre das richtige Belohnungssystem zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln? Und er fragt, Ordnungsschutzrecht, Zuschuss, Steuern auf Pestizide. Wie sollte die Politik konkret vorgehen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der wir uns ja jetzt hier auch im Moment im Projekt intensiv auseinandersetzen. Man sieht aus anderen Ländern, dass ja eben ja, mehr oder weniger erfolgreich Steuermodelle eingeführt wurden. Und es wurde ja eben auch das Steuermodell schon, weil es eben so prominent ist, auch schon intensiv für Deutschland diskutiert. Gerade auch jetzt wieder in der vergangenen Woche. Man muss aber auch sagen, ja, die Steuer hat natürlich einerseits Vorteile, weil sie sehr einfach zu administrieren ist. Auf der anderen Seite hat sie natürlich eben auch Nachteile. Zum einen, weil man nicht genau weiß, wie hoch so eine Steuer eigentlich tatsächlich sein muss, um den Landwirt dann wirklich zu einer Einsparung zu bringen. Was man weiß über Elastizitäten ist, dass die Steuer vergleichsweise hoch sein muss, ne, um die Landwirte wirklich zu einer Anpassungsveränderung, zu einer Veränderungsmaßnahme zu bewegen. Aber sicherlich gibt es auch andere Modelle, die denkbar sind. Man könnte auch sagen, man geht andersrum ran und subventionierte Landwirte, die ja besonders wenig Pflanzenschutzmittel, besonders wenig Risiken durch Pflanzenschutzmittel erzeugen, weil es der Gesellschaft eben das wert ist, dafür mehr Geld auszugeben. Also ich habe keine abschließende Antwort auf die Frage, was jetzt wirklich das beste Politikinstrument ist. Aber ja, man muss eben klar sagen, es haben alle Instrumente ihre Vor- und Nachteile. Auch das Ordnungsrecht hat möglicherweise auch Vorteile, weil es möglicherweise günstiger
im Einkommenseffekt für die landwirtschaftlichen Betriebe ist als eine Steuer. Also da muss man, glaube ich, wirklich nochmal jetzt genau schauen, welche Optionen alternativ zur Steuer gibt es eigentlich noch, um das zu regulieren. Ja, Frau Gero, ja, bitte. Darf ich da noch was zu sagen? Bitte kurze Ergänzung, weil wir wirklich genau. Mit Blick auf die Uhr zum Ende kommen müssen. Also wichtig ist, dass Pflanzenschutzmittel für Landwirte und Landwirtinnen knapper werden. Also sie müssen irgendwie schwerer zugänglich werden. Das ist, glaube ich, meine zentrale Message. Ob das mit einer Steuer das Beste ist, weil die muss schon wirklich hoch sein, damit sie wirklich zielgerichtet eingesetzt werden. Aber wir haben mehr parallel aus der Farm-to-Fork-Strategie auch die Idee, dass wir ein besseres Register, wo eigentlich Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, einrichten wollen. Das ist natürlich der gläserne Betrieb. Das hat Vor- und Nachteile, die brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber wenn wir das wollen, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, eine Rezeptpflicht. Das hört sich jetzt furchtbar an, aber das kennen wir alle so aus der Apotheke, wo man eben auch Levels einziehen kann. Das macht es auch knapper. Man kann über Kontingente nachdenken. Also jeder Betrieb darf so und so viel und mehr kriegt er eben nicht. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich glaube, da müssen wir dran. Gut, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne die am Anfang angekündigte Abschlussrunde machen. Ich möchte noch eine Frage stellen und würde Sie dann in der gleichen Reihenfolge gerne noch mal kurz um Ihre Äußerung bitten, also in der gleichen Reihenfolge, wie wir am Anfang Sie vorgestellt haben. Wenn jetzt also die EU-Kommission oder wenn die EU eine Vorgabe macht, dass bis 2030 das Risiko durch den Einsatz von Pestiziden und auch die Ausbringung von Pestiziden halbiert werden soll, wie groß ist die Herausforderung und was sind die Do's und Don'ts, die auf diesem Weg berücksichtigt werden müssen? Herr Dehler. Ich glaube, ein zentraler Punkt bei der Frage ist wirklich auch erstmal die Sorgen und Nöte letztlich auch der Landwirte erst nochmal anzuhören und wirklich zu verstehen, wo werden Pflanzenschutzmittel tatsächlich eingesetzt, wo hat man tatsächlich realistische Chancen, Pflanzenschutzmittel einzusparen und wo kann uns vielleicht die Technologie weiterhelfen, Reduktionen zu erzielen, die eben dann möglicherweise zu gar keinen Ertragsverlusten führen. Ich glaube, man muss einfach, oder das ist eben eine Empfehlung auch an die Politik, wirklich schauen, dass man ja die Dinge nicht zu einfach macht, dass man eben tatsächlich Indikatoren auswählt, die die Risiken abbilden und dass man eben auch eine gute Datengrundlage schafft, um da wirklich gute Zusammenhänge analysieren zu können und wirklich die versucht, die Realität möglichst gut abzubilden, um die Landwirte letztlich bei dieser Entscheidung auch zu unterstützen. Man sieht eben auch in den letzten Jahren, dass es auch ökonomisch oder dass die Landwirte auch unter ökonomischen Zwängen stehen. Und da darf man, glaube ich, auch die Landwirte nicht ganz allein stehen lassen. Man muss diese Situation eben auch mit berücksichtigen, dass eben sicherlich die Landwirtschaft generell bereit ist, die Risiken zu reduzieren, wenn die Gesellschaft das möchte. Aber ich glaube, die Gesellschaft muss da auch ihren Anteil dran tragen. Und der kann eben auch so aussehen, dass man eben auch eine höhere Zahlungsbereitschaft für Lebensmittel entwickelt. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, der es der Landwirtschaft sehr viel einfacher machen würde, diesen Weg zu gehen. Frau Gero-Vegiros, ist die Herausforderung und was sollte man tun und was nicht? Ich denke, die Herausforderung ist groß. Sie kommt nicht, fällt nicht vom Himmel, sie ist tatsächlich schon lange da. Das heißt, der ganze Sektor hatte eigentlich 30 Jahre Zeit, sich an die Idee zu gewöhnen. Das muss man einfach auch immer mal denken. Ich sehe die 50% auch als ein Ziel. Und es wird definitiv nicht so sein, dass auf jedem Feld die Hälfte gespritzt wird oder irgendwie solche Vorstellungen geistern ja auch rum. Also da, glaube ich, muss man über die Ebenen nachdenken. Und das beeinflusst aber auch die Herausforderung, die da ist. Ich denke, dass wir viel abdecken können, wirklich, wenn wirklich der Ökolandbau ansteigt, auf der nationalen Ebene. Und ich bin tatsächlich ganz dabei, bei den Do's zu sagen, wir müssen die Gesellschaft vorbereiten, die muss auch mitziehen. Sie muss vielleicht auch mal Knappheiten in Kauf nehmen, also auch bei Nahrungsmitteln. Sie muss sich auch mal vielleicht umorientieren in dem, was sie kaufen kann oder dafür bezahlen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke auch, man soll einfach nicht, was ich schon angesprochen habe, man soll nicht so tun, als wenn wir Pflanzenschutzmittel reduzieren, dass wir dann eine rundum
eine Nachhaltigkeit will ich gar nicht zitieren, eine Landwirtschaft haben, mit der jeder zufrieden ist, sondern es wird neue Aspekte geben. Und da würde ich tatsächlich auch dabei bleiben. Es ist sinnvoll, die dann noch verbleibenden 50%, wie wir machen, zu nutzen, sinnvoll einzusetzen, auch nicht so stark. Herr Schäfer hat es gesagt, man kann natürlich, wir haben nicht viel über Zulassung geredet, man könnte natürlich die Zulassung ganz viel stärker machen. Ich glaube, dass wir da ein eigentlich ganz gut funktionierendes System haben. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mengen des einzelnen Wirkstoffs, so wie wir es beim Glyphosat erlebt haben, nicht explodieren. Herr Schäfer, ist Ihre Gedanken interessieren mich auch. Ja, ich kann da gleich anschließen. Ich denke, die größten Herausforderungen, die wir haben werden, um tatsächlich das Risiko auf 50% oder welche Zielgröße auch immer zu reduzieren, kommen wir nicht mehr umhin, letztlich eine vergleichende Risikobewertung zu machen. Und das ist etwas, was zulassungspolitisch bisher gar nicht vorgesehen ist. Also dass man jeden Stoff wirklich wissenschaftlich Risiko bewertet und in den Vergleich setzt, um zu gucken, wo gibt es möglicherweise weniger Risiken. Also dieser Vergleich ist bisher nicht vorgesehen. Das hat durchaus rechtliche Konsequenzen, wettbewerbsrechtliche und sonst was. Also das ist ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Das andere, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist, im angelsächsischen Bereich ist man ja immer eher ergebnisorientierter. Vielleicht hat manchmal auch das einen Vorteil, dass man sagt, gucken wir uns doch einfach an und gucken wir, was gibt es wissenschaftlich. Inzwischen molekularbiologisch kann man da einiges machen an Messungen von Biodiversität. Das heißt also, wenn man einfach hingeht und dann auch in der Agrarlandschaft Biodiversität misst und dann einfach incentiviert, einfach sagt, wenn im Vergleich zu einem entsprechend gestrickten Referenzstandort die Biodiversität zunimmt oder gut aussieht, dann gibt es dort eben ja eine Subvention oder eine Belohnung, die, weil der Gesellschaft das wichtig ist. Und dann ist es ja eigentlich im Interesse des Landwirtes tatsächlich auch nicht Pflanzenschutzmaßnahmen zu überziehen oder dann braucht man weniger Kontrollen. Und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Gut, vielen Dank nochmal für diese interessanten Zusammenfassungen aus Ihrer Sicht. Damit sind wir am Ende des Pressbriefings. Frau Gerowit, Herr Dehler, Herr Schäfer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir sogar saftig überziehen durften. Mir hat es viel Spaß gemacht. Wie immer haben wir leider nicht alle Fragen geschafft. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich sehe es an der Zahl der Teilnehmenden, bis zum Ende sehr stabil. Das freut mich sehr. Danke für Ihre Fragen, danke für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden das Video und auch das Transkript dieser Veranstaltung so schnell wie möglich, spätestens am Montag auf unserer Homepage. Wenn Sie vorher etwas davon brauchen, schreiben Sie uns. Genauso, wenn Sie einen Audiomitschnitt wollen, an die vermutlich inzwischen bekannte Adresse redaktion@sciencemediacenter.de. Ansonsten verabschiede ich mich von Ihnen allen. Danke für Ihre Zeit und alles Gute. Tschüss. Tschüss.